Durch die letzten Jahre, durch die Kalamitäten, sind viele Waldflächen kaputt gegangen und die gilt es jetzt wieder aufzuforsten. Und es geht am besten, wenn alle mithelfen und alle mit anpacken. Ich bin Lehrerin am Berufskolleg Halle. Wir haben eine große Spendensammlung organisiert in unserer Schule. 108 Bäume haben wir für diese Pflanzaktion gespendet. Und wir sind eine kleine Delegation unserer Schule und helfen hier mit. Mein Name ist Matthias Finger. Ich habe einen Handwerksbetrieb und wir machen hier eine freiwillige Pflanzaktion. Wir haben Bäume angepflanzt, ja, dass es wieder mehr Bäume gibt. Sehr viele. Ja. Sehr viele. Ganz schön sehr viele. Ich finde, man sollte die Augen offen halten und immer darauf achten, dass man die Umwelt schont, auch im Alltag vorgeht und immer gucken, wo man der Umwelt noch helfen kann. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich viel, viel mehr pflanzen. Ganz herzlichen Dank an euch erstmal. Super! Wir haben heute am 25. September 4.300 Bäume gepflanzt, zusammen mit über 300 Aktiven aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Dafür sind wir sehr, sehr glücklich. Die Baumpflanzaktion der Klimawoche Bielefeld und der eCross Germany hat wieder ganz, ganz viele Menschen hier in den Teutoburger Wald gezogen, um den Wald zu unterstützen und das Klima hier in OWL und Nordrhein-Westfalen. Der Baum hat es nötig. Es gibt ganz, ganz viele kahle Flächen, die wir auch im nächsten Jahr wieder aufforsten möchten. Deswegen beginnt die Spendenaktion ab jetzt. Ganz besonders bedanken möchte ich mich zum Beispiel bei der Fielmann AG, die alleine 1000 Bäume gespendet haben, und der Kirstein und Sauer GmbH mit 2000 Bäumen. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich auch bei den anderen Firmen und der Kaufmannschaft Altstadt, wo auch ganz viele Unternehmen dabei gewesen sind, die diese Aktion unterstützt haben. Also, seid dabei im nächsten Jahr, macht ein Firmen-Event daraus oder einen Familienausflug, und wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Jahr auch wieder mit dabei seid und den Wald mit euren Baumspenden unterstützt. Vielen Dank, ciao!